guten Morgen. Moin. Es ist Freitag. Freitag heißt, wir haben wieder ganz viele tolle neue Sachen für euch, oder? Also ja, klar. Ich habe schon einiges gesehen. Mal gucken, was ihr so sagt. Wir fangen heute mal ganz untypisch mit den Siegeln an. Da haben wir, ich mache es ein bisschen größer. Einmal diesen tollen Stern, der so 3D-mäßig ist. Den finde ich mega schön. Den finde ich auch toll. Den kriege ich gleich raus. Ganz klassischen Tannenbaum. Der Kranz da rundherum. Sieht hübsch aus, oder? Ja. Mit dem Das habe ich mir vorgenommen, jetzt wo das draußen so ein Wetter ist. Mehr Siegel? Ja, ja. Im Moment ist das noch ein bisschen untergegangen bei mir. Ich habe ja schon zwischendurch gesiegelt. Und ich bin da auch ein totaler Fan von. So wie Rob-Ons finde ich auch die Siegeln richtig toll. Aber ich brauche dann immer diese Ruhe. Und die war im Moment noch nicht da. Nee. Aber vielleicht habe ich die ja bald. Ja, hoffst du, ne? Und dann wirst du Siegelprofi. Ja, ehrlich. Aber ist der nicht toll? Der ist so richtig schön. Aber Ina, der sieht auch toll aus. Der ist richtig ganz hübsch. Ja. So schön klassisch. Und kannst du den auch schön zweifarbig machen? Ja. Die kriegst du gut zweifarbig hin. Ja, ja, und das sieht mega aus. So, Marion und Anja kommen hier reingeschlichen. Sagt ihr guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid zu spät, Kinder. Kinder, alle Kinder sind da. Ihr müsst nachsitzen. Das kommen welche oben, ja? Und dann haben wir noch einen dritten Siegel, ein Tannenzapfen. Aber mein Favorite ist also die beiden. Ja, ich bin auch. Der in der Mitte ist toll. Ja. Ne, mit dem Kranz, ne? Wenn du da ein Band mit rein siegelst, dann kannst du es ganz toll aufhängen. Du kannst eben zwei Siegel. Band. Ja, mit Band. Genau. Und wenn du dann nämlich, weiß nicht, braunes Siegelwachs nimmst und noch ein bisschen Glitzer mit reinstreust und zwei Siegel eben aneinander klebst, das ist eine tolle Deko. Oh, Leute, mir fällt also doch alle Zeit, ne? Ja, jetzt doch. Wir haben gerade gesagt, wenn jetzt Zeit ist, wollen wir alle siegeln. Ja, ja, weil das so Wetter so schön ist. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das Wetter ist ja dafür da. Okay, das waren die Siegel. Dann machen wir weiter. Oh, wir machen. Ich verschluck mich hier gerade, weil ich so schnell spreche. Mit deine Lieblinge. Ja. Und zwar die Cut Emboss Folder. Wie die. Ich finde, also ich liebe die. Also Kreisel finde ich ja immer toll, ne? Ja, du brauchst nur einen ganz normalen Kreis da drunter, den drauf, mit Abstandshalter, ein Band dran und du hast einen wunderschönen Geschenkanhänger, oder? Ja, hier kann der Name rein. Ja, oder wenn du die eben ausstanzt und da einfach nur ein Teelicht draufstellst und das so eine ganze Tafel längst und drumherum noch ein bisschen Grünzeug, auch sehr schön. Gut, ich sag jetzt nichts mehr, ne? Doch, das ist eine gute Idee, sag ruhig. Aber dann musst du das Teelicht noch mit einem Washi-Tape bekleben. Ja, das stimmt. Aber ich würde auch so ein LED-Teelicht nehmen und Robots drauf machen. Nee, nee. wenn du Washi drumherum machst, ist schon schick. Ja, das schaut so. Aber da wäre so ein schönes Glitzer-Washi toll, ne? Ja. Rot. Rotglitzer. Rot oder grün. Oder, ja, Rotglitzer. Dann haben wir nochmal was Weihnachtliches. Tannenbaum, Stern, Kranz und Zuckerstange und ein Häuschen. Den Kranz finde ich mega schön. Das ist ja so ein Ilex, ne? Mhm. Oder? Mhm. Ich, der Profi in Pflanzen. Auch ums Teelicht. Stimmt. Genau. Die machst du in der Box mit einem Falzbrett und dann machst du das viermal und dann klebst du es dran. Ist das ausgestanzt? Ja. Ja. Ah. Und dann hast du nämlich ein tolles Teelicht. Oho. Viermal, Marian, das ist immer von der Adventszeit, ne? Warum sagst du viermal Adventszeit? Ne? Nee. Vier Seiten. Dann auch vier Seiten. kannst aber auch vier machen. Du kannst natürlich auch nur von einer Seite, das machen ja auch viele, das ist nur von einer Seite, so und das so an die Wand stellen. Genau. Ja, da kannst du natürlich auch viermal machen, ne? Wie du willst. Und dann haben wir noch die Weihnachtsmotive. Geil, oder? Das Auto ist so toll, ne? Ja, aber auch das finde ich mega. Wenn du das wieder auf dem Anhänger, so einen schlichten Anhänger und das da drauf, frohe Weihnachten und fertig. Oder wir schenken uns nichts, ne? Ja. Der Klassiker. Ein kleines bisschen nichts. So, das waren die. Jetzt kommen wir mal zu den. Jetzt haben wir sie, ne? Diese großen Dala-Pferde. Und die finde ich mega. Ich wollte die schon seit Jahren an meinen Weihnachtsbaum machen. Aber die wir immer hatten im Shop, waren mir zu klein. Das ist die richtige Größe. Das ist aber auch eine gute Idee als Anhänger. Aber jetzt habe ich mir ja schon den wir letztens drin hatten, den Lebkuchenmann
kaufe. Dann passt es ja perfekt dazu. Passt das zusammen? Mhm. Ja, also da läuft ja der Lebkuchen, passt auch super. Und das ist der Hintergrund zu dem. Und wenn du das zum Beispiel in Goldglitzer machst und das in Schwarz und dann da drauf klebst, das machst du nochmal. Und dann hast du irgendwie eine tolle Lebkuchen. Wenn du rot hast und dann die in weiß da reinhängst, ich glaube, das sieht mega aus. Welche Tannenbaumfarbe hast du in diesem Jahr? Rot, ich habe immer rot. Also ich habe mal was anderes ausprobiert, ist voll nach hinten losgegangen. Deshalb habe ich gedacht, rot. Und ich glaube, meine Kugeln sind schon über 20 Jahre alt, 25 Jahre alt. Die sind schon, ja. Aber die finde ich gut. Die haben eine tolle Größe, um die auch rein. Und dann die kleinen noch dazu. Schwupp, hast du ein paar. Auch toll als Geschenkanhänger. Ja, stimmt. Ich finde die auch mega schön. So, was haben wir denn noch, Leute? Wir haben noch mehr, ne? Oder? Ja, wir haben noch ganz viel. Den hier zum Beispiel. Den großen Weihnachten. Schöne Schrift, ne? Schöne Schrift, schöne Größe. Finde ich richtig gut. Auch oder? Auch auf die Umschläge von Steffi. Oh genau. Ja, cool. Oder? Von der Größe müsste ja noch gut aufpassen. Ja, das müsste so diese Größe haben. Ja, auf jeden Fall. Auch in meine Kiste. wieder mit Esspapier und dann auf die Torte. Oh ja. Auf die Weihnachtstorte. Ich überlege gerade, ich habe keine Weihnachtstorte, aber ich mache den Nachtisch für meine Familie und dann könnte ich das da ja so eingepackt. Und jetzt kommen hier Tannenbäume. Wie nennt man das noch, Marion, wenn das hinten ist und das so ein Aufleger? Layer. Wie? Gelayert ist das dann. Dann ist es gelayert. Und den haben wir in drei verschiedenen Größen. Da kannst du den ganzen Wald mitmachen. Also ich finde die Größe gut. Ja. Auch für die kleinen, was haben wir noch immer mit den Straßenlaternen und so? Für die Decorated. Ja, für Decorated. Ja, und stimmt. Für die Häuser und was wir so haben. Genau, alles. Also wenn du das so an der Kaffeebecherbox setzt. Ja. Da kannst du aber ruhig auch die Größe haben. Ja, habe ich eben auch gedacht. Genau. Ne? Aber wir haben ja so viele verschiedene Größen an Häusern. Oder wenn du statt Adventskalender eben nur 4 Adventssonntage machst und machst dann 4-mal die Kaffeebecherbox und du machst daraus dann noch einen Wald drumherum. Oh ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich mache dieses Jahr mit, bei uns im Dorf ist so ein lebendiger Weihnachtskalender. Genau. Ja, cool. Und ich habe die Nummer 23, glaube ich, und wollte meinen Kasten. Tag vor Weihnachten. Ja, aber wir machen das ein bisschen anders. Das ist nicht so mit einem Umtrunk, sondern du holst dir dann nur einen Stempel und kannst was gewinnen. Das ist, also unser Dorf wird halt dieses Jahr 500 Jahre alt und das ist so eine Aktion, ist glaube ich mehr für die Kinder. Ich hoffe nicht, dass jemand kommt und sich einen Schnaps bei mir abholen will. Ja, und ich dachte gerade, 23. wenn ich wieder zu Hause komme, ich auf den Grog vorbei. Oder? Ja, okay, dann habe ich was da. Punsch oder so. Ja, genau, dann mache ich Fliederbär. Wie so eine Schnitzeljagd. Oh, ja, Fliederbär-Grog. Wo du was, dir einfach nur so ein... Ja, genau. Also durchs ganze Dorf. Ja, die sind im ganzen Dorf verteilt und du weißt natürlich nicht wo. Ja. Wobei bei uns da oben meine Mutter, meine Schwester, ich, ist schon das eine. Aber ich finde die Idee total schön. Ich kannte das vorher auch nicht. Bis mir dann auch einer gesagt hat, ja, das ist ja dann ein Schnaps trinken. Und ich, ach du Scheiße. Ja, nicht nur ein Apfelpunsch. Ja, mal Apfelsaft oder so. Ja. Du kommst, 23. ne? Bin ich wieder da, ja. Also 23. habe ich was dabei. Wer kommen möchte, darf sich einen Punsch abholen. Ist das ein Samstag oder ein Sonntag? Oder wann haben wir Heiligabend? Nee, das ist ein Montag. Montag. Ja, Dienstag haben wir. Dann geht es. Sowieso schon zu, deswegen Zeit. Ich bin da. Genau. Ja, sehr super. Gut. Ich freue mich. Wir würden alle bei ihr vor der Tür stehen. Ja, ich würde mich freuen. Wir treffen uns alle am 23. bei Ihnen. Ich baue auch ein bisschen was auf. Weihnachtlich. Ich mache noch meinen Carport-Sauber. Ja, machen wir. Okay, jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich richtig cool finde. Ich finde eigentlich immer alles gut, aber Steffis Weihnachtshäuser 1 und 2. Und guck mal, sind die nicht süß? Das sind so kleine Anhängerchen. Weißt du? Und hier, das kannst du dann so... Na, das ist ausge... Das ist ein Rahmen, ne? Rahmen, den du aber hier rauf machen könntest, ne? Mhm. Zeig mal die passenden Stempel dazu. Nee, die passen aber nicht... dazu, ne? Oder? Nee, aber du könntest ja das auf jeden Fall da auch machen. Ja, genau. Mhm. Also du kannst die nicht ausstanzen, aber du kannst sie hier rauf stempeln. Klar. Mhm. Und hier hast du nochmal... Meinst du? Meinst du, das geht? Komm, ich pack auch aus. In diese Layer. Ja, in diese Layer. Und die anderen passen nicht. Okay. Hast du mal gelegt?
hier, das geht auch mit Steffi schon ausprobieren. Also Steffi hat es ausprobiert. Das passt nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, kann man ausprobieren. Wir zeigen das mal. Wir schneiden das auch aus. Wir zeigen das mal, aber... Oh, der Hirsch ist ja auch geprägt. Der, ne? Muss so eine Ordnung. Der Hirsch ist geprägt. Aber das könnte... Also ich finde, das könnte... Das sieht von hier gut aus. Ja, ne? Ja. Aber weißt du, was ich finde auch ganz toll, dass die Anhänger von bei deinem hier, dass das da so runtergeht, ne? Ja, klar. Also das Herz und das stanzt der aus und da kannst du das mit an Herz und beim Stern aus aufhängen. Guck mal, und das sieht doch mega aus. Und dann ist hier noch wundervolle Festtage, ja. Kannst du dann da noch... Ja. Aber auch guck mal, was da bei dir noch liegt. Ach so, ja genau, das hatte ich extra. Hatte ich extra, das ist noch ein anderes. Oh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt hier, wo was reingehört. Ja? Das ist nämlich das kleine Sprüche und die finde ich auch richtig, richtig gut. Plauderecke, Lust auf Sommer. Na, das passt jetzt aber nicht. Wellness-Oase, Home. Hab einen schönen Tag. Ja. Mach mal Pause. Oh Gott, den müssen wir uns zu Herzen nehmen. Ich finde ja auch, dass die Leute gerade alle so schräg drauf sind. Ja, ich merke das aber bei mir selber auch. Dass ich wache morgens auf und bin schon schräg drauf. Dieser Wetterumschwung, alles. Ne, und weißt du, eigentlich soll Weihnachten so eine besinnliche Zeit sein. Wenn ich das ausgedacht habe, er lügt. Ja, ist doch eigentlich sehr schade, oder? Ja. Aber wisst ihr, wann ich Weihnachten am schönsten fand? Als wir Corona hatten. Das stimmt. Ja. Und nichts machen konntest. Du hattest keine... Corona fand ich sowieso gute Zeit, wo man nichts machen durfte. Man braucht keine Ausrede benutzen oder so. Nina! Ja, jetzt haben wir dich. Jetzt liegt es auf. Das kann ja wohl nicht angehen. Wenn einem das so viel wurde. Mit, ja. Ne? Ja, ich finde mit Weihnachtsfeiern und all diesen Schickimicki und Einkaufen. Und, ja. Und das fand ich, war das erste Mal, dass man auch Ruhe hatte. Weil du nichts bekommen hast. So. Aber wir machen weiter. Wir schweifen heute ziemlich voll doll ab. Und wir kommen zu einem Bundle. Designlinie Weihnachten mit Illustration von Carola. Toll, oder? Ich liebe ja die Sachen von Carola. Ja, ich auch. Aber wo haben wir denn diesen Weihnachtsbaum gesehen, Antje? Den Weihnachtsbaum? Ach, guck mal, da. Wir haben schon gedacht, wo hat sie die Sachen her? Aber hier hat sie das raufgestempelt. Ja. So sieht der gestempelt aus. Das kleine, die kleine Kerze. Und da unten ist der, bei dir unten links. Ja. Ah, guck mal an. Let it snow, let it snow, let it snow. Der ist aber, ist ein Handschmeichler. Schöne Deko. Sieht auch gut aus im Tam. Im Tannenbaum, oder? Ja. Kann man auch gut machen. Ich weiß gar nicht, wie gut hält, weil sie ihn draußen bei diesem Witterung. Also wenn es einfach nur an der Tür hängt, aber irgendwann nicht. Wird es so, fließt das so runter. Also ja, ich hab mal so eine Kugel auf dem Tisch draußen im Garten gehabt und die hat ziemlich, ich habe die vergessen, die hat ziemlich lange gehalten. Ja. Also nicht ewig, aber einen Augenblick hält das schon. Also wie so ein Rinnensaal. Ja, vielleicht wenn man es lackiert. Das ist bei mir. Wenn man es lackiert, könnte ich mir das... Ist auch schön, ne, wenn man sowas in Kranz hängt oder so. Ja, genau, im Kranz. Oder ich habe es gesehen, hatte jemand so einen alten Ast vor die Tür gehängt und da die Sachen rein. Das sah halt total schick aus. Ja. Wenn da kein Regen rankommt. Nee, dann geht das, glaube ich, auch. Ja, das glaube ich auch. Hast du einen schönen Dach über? Doch, ja, noch ziemlich breiter. Ja, stimmt, dann geht das doch. Oh, ja, weil die, willst du die einpacken? Nicht. Okay, dann haben wir noch ein Stempel. Das ist Weihnachtsbrief. Das ist ja so meistens die Zeit, wann wirklich Briefe geschrieben werden, ne? Zu Weihnachten, oder? Umarmung mit Worten. Ich dachte eben, guck mal, die Glocke, dass es da unten die Zunge ist. Nee. Frohe Weihnachten. Und das finde ich ja auch toll. Da kannst du die Adresse reinschreiben. Und da... Von wem das ist? Ja, wie geil ist das denn? So ein Adressfenster und dann an Ina Eckhoff, ne?
Mhm. Wenn wir dann am 23. kommen, haben wir alle einen Brief dabei. Ja. Auch so wenn ich bereite was vor und wehe, ihr seid nicht da. Ich sag euch, dann schmeiße ich eine Bombe. Können wir noch irgendwas mitbringen? Nö, ich mach Punsch, ich räume das Carport ein bisschen auf und dann stellen wir uns da hin. Ach, draußen im Carport? Ja. Du darfst dann auch mal rein. Ach so. Auf Klo, ja. Da liegen immer viele Bücher und Zeitungen und so, das lohnt sich. Bei mir auf Klo, ne? Ja, da liegen immer Zeitschriften. Früher lagen da Comichefte, die haben wir jetzt aber alle mittlerweile durch. Jetzt sind da mal so, aber die können wir mal wieder hinpacken, kommen ja auch andere Leute. Ich will sie gar nicht in der Stube haben. Nee, auf Klo will ich dich haben. Wir haben so ein kleines Gäste-WC, aber es ist unglaublich, wie viele Leute da reinpassen. Wenn Emma gefeiert hat, ich glaube, 5 Mädchen passten da rein. Wo die geblieben sind, war uns ein Rätsel. Aber sie waren drin und die Tür war zu. Ich weiß nicht. Alle groß und schlank. Ja. Okay, aber das finde ich süß. Mhm. Oh, das finde ich richtig süß. Da bin ich ganz bei dir. An. Und dann, das kannst du nicht nur, doch, hat eine Zipfelmütze, aber. Aber Umarmung mit Worten finde ich auch so schön. Ja, finde ich auch. Weihnachtspost. Sehr schön. Dann haben wir süße Gänse-Set. Das sind wieder Stanzen und da hat zum Beispiel eine Karte. Die sind super, die großen waren super, super beliebt. Gänse? Mhm. Die, ja, das stimmt. Aber wenn ich das so sehe, finde ich das auch irgendwie ganz geil. Ja. Und wenn du dein Adventshausdorf machst mit den Tannenbäumen, kannst du auch deine Gänse dazwischen stellen. An deine Box, Antje. An deine Box. Zu deinem Tannenbaum. Mhm. Dann hängst du noch zur Feier des Tages eine Krawatte um. Wo? Cool. Da hast du eine Krawatte. Ach, für den hier, ja. Hier hast du noch einen Hut. Ja, für den sind schon die Flügel. Und was ist das? Ein Regenschirm? Ein Regenschirm. Hier ist ein Basecap. Hier eine Weihnachtsmütze. Wo ist die Basecap? Da. Ach, Gott. Und was ist das? Ein Kopftuch? Ja, ein Kopftuch. Ja. Und da noch ein Hut. Also fürs ganze Jahr zu benutzen. Ja, eigentlich schon. Und hier die Schlafmütze, ne? Ja, oder Weihnachtsmütze. Oder Weihnachtsmütze. Ja, machst du eine Rot und dann Luvo-Drop drauf. Ja. Und nach Weihnachten ist es die Schlafmütze. Was sie weiß. Ja. Cool, die sind toll. Das ist ja mega. Dann haben wir noch wieder ein Stempelset. Kartengrüße Weihnachten. Guck mal. Das passt ja dazu, zu der Weihnachtspost, ne? Richtig schön. Liest du mal vor, Antje? Oh no! Oder Marion? Ich bin... nicht streiten! Ich wünsche dir ein Fest voller Licht und Liebe, den Glauben an Wunder, glückliche Momente, wundervolle Überraschungen und Spaziergänge mit Schneegestöber. Hab geruhsame Weihnachtstage und ein gutes, gesundes neues Jahr. Siehst du? Ja, und geruhsame Weihnachtstage. Aber das muss, warum so schmal, das müssen wir uns mal auf Fähnchen. Oder? Ja. Ja. Ach, das wird, glaube ich, geruhsam. Ich finde den Spruch mega toll. Ja. Die Familie ist ja so zusammengeschrumpft, deswegen ist es mittlerweile entspannter geworden. Ja, also, bei ist uns. Natürlich doof, ne? Also, nur weil irgendwie zwei Menschen nicht mehr da sind, heißt ja nicht mehr, dass es unentspannt ist. Aber ob du da, ich weiß nicht, 16 sitzen hast oder 14 oder so, das ändert dann doch eine ganze Menge. Ja, ja, das stimmt. Die Kinder sind alle so groß, dass sie irgendwie nur schnell mit futtern und dann. Und dann sind ja auch wichtige Menschen, die fehlen. Ja. Das wird einem Weihnachten immer so bewusst. Mhm. Nochmal ganz deutlich, finde ich, oder? Mhm. Schöner Spruch. Ja. Mhm. Guck, dann ist der sieht gestempelt dann so aus. Fröhlich ist er doch, ne? Ja, ja. Fröhliche Weihnachten für dich. Das ist eine alte. Und da sieht er, also der ist toll, oder? Und du hattest jetzt kommen wir dazu. Wir haben noch eine Box. Und zwar heißt die Knutschkugel XL. Und da passt der rauf, ne? Ja, da passt der schön. Passt der rauf. Knutschkugel, das heißt, ich stanze das zweimal aus, ja? Genau. Wartet, ihr seht das gar nicht, weil ich mich hier so klein gemacht habe. Also, das ist die Knutschkugel. Das wird zweimal ausgestanzt und wahrscheinlich gegenüber zusammengeklebt. Und die Kleinen kommen dann hier ran und dann macht man das so. Das ist ja ein Riesenteil, ne? Also die gab es ja vor nicht nur einen 10 Jahren. Nee. Ja. Also vielleicht vor Stampin' Up. Ja. Und die wurde ja ganz viel verwendet und jetzt ist sie ein ganz großer. Ich habe sie, glaube ich, auch in klein. Aber in groß finde ich sie ja noch mal viel cooler. Ja, meine Mutter hat aber irgendwie, weiß ich nicht, 200 Goodies damit gebastelt und deswegen ist meine echt schon durchgelutscht.
Die kleine? Die von Step It Up. Mhm. Ja. Die habe ich auch damals. Mhm. Die war so toll als Goodie. Ja. War so mein erster Goodie damals. Ja, meine auch. Ja. Und da gab es da so tolle Ideen mit in Rot und mit Schwarz, so ein Gürtel dran, als Weihnachtsmann. Ne? Ja, stimmt. Da kannst du ja auch aus Transparentpapier machen und dann auch ein Türlicht dran. Ja, total künstlich. Ehrlich? Sieht auch gut aus? Und dann den Spruch gestempelt. In ihre Box. Kommt in ihre Box. Kommt das in meine Box? Ja, musst du ja wissen, wie viel Platz. Ja, aber dann hast. Hätte ich ja schon mehr. Ich hätte das hier ja auch schon mitnehmen müssen hier. Wenn du die Idee von Anja nimmst, mit dem Transparentpapier, mit den goldenen Punkten drauf. Aha, ja. Und dann ein LED-Teelicht da rein. Aber wird das nicht zu instabil? Weil das ja ziemlich dünn ist. Das ist schon Transparentpapier. Das ist schon ziemlich fest und so. Ja, ich finde auch. Ja? Ich glaube, du hast hier vier Stück. Ja, und ich glaube, dass sich das auch stabilisiert. Mhm. Ich probiere das nachher drüben mal aus. Ja. Nimmst du mit drüber? Aber zeigen. Ja. An dem Foto. Ja, machen wir. Oh, cool. Die ist echt, ja. Also und, aber dann möchte ich auch das raufstempeln. Nee, geht ja nicht. Ist ja mit dem goldenen Punkten ist schwierig. Musst einen Anhänger machen. Ja, genau, musst einen Anhänger. Nee, oder machst du aus Papier. Ja, okay. Oder einen großen Kreis. Nee, geht auch nicht. Ich muss mal echt den Ton machen. Ja. Okay. Das. Ja, aber auf Gold ist dann. Also, wenn du da noch was brauchst, ist es dann zu viel. Mhm. Das Transparentpapier ist schon cool. Reicht, genau. Ja, ich glaube auch. Cool. Ich glaube auch. Oder du machst drei Seiten mit dem gepunkteten und eins mit normalem und da embossst du dann. Ja, genau, an Gold drauf. Ja! Oh, wir haben! Das ist cool. Sehr gut. Das ist so cool. Machen wir das. Ja, Ina, jetzt heißt uns allen. Nee, Marion hat das. Das war jetzt nicht meine Idee. Okay, das war's. Jetzt nochmal alles schnell in die Mitte und die Favorites raussuchen. Schnell. Meine müssen hier oben bleiben, weil die muss ich gleich wieder in die Kiste packen. Ich habe ziemlich viele Favorites diesmal. Da sind noch die Siegel? Die Siegel noch. Okay, Antje, fang an. Antje, ich bleib bei dem Spruch, weil so werden meine Weihnachtskarten werden dieses Jahr. Okay, Nina? Ich hätte jetzt gesagt, auch den, weil den. Obwohl, die Tanne finde ich auch gut. Entschuldigung, die da. Diese. Ich finde diese auch ganz toll. Ich die Dala-Pferde? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Die Tannenbäume, die Dala-Pferde. die große Box. Ja, alles irgendwie. Ich bin heute. Ach, hier, die hast du ganz vergessen hier. Ja. Deine Lieblinge. Ja, die habe ich auch vergessen. Du hast die jedes Mal findest du die super toll. Ja, aber diesmal finde ich die hier super toll. Ach so. Marion? Ich nehme den Stern. Das ging schnell. Mhm. Anja? Ich bin bei dir. Ja, ich. Oh. Meins. Also, das war's. Ganz viel Spaß beim Schauen und ich hoffe, es ist was für euch dabei. Oder wir hoffen, dass da was für euch bei ist. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.